Natürlich, wir haben die ersten 45, also fast komplett 45, ich will nicht sagen komplett verpennt, aber war überhaupt nicht gut. Wir wussten eigentlich, wie Heide spielt, wir wussten, worauf wir uns einlassen müssten, aber haben, ich glaube, gefühlt 80% der Zweikämpfe nicht gewonnen, die wichtigen Bälle nicht gewonnen. Und von daher war es in der ersten Halbzeit echt kein gutes Spiel von uns. Mit 1-0 dann in die Halbzeit und da haben wir uns dann nochmal eingeschworen, um dann das Spiel nicht zu drehen, aber wenigstens das Momentum auf unserer Seite zu kriegen. Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben eigentlich das durchgesetzt, was wir durchsetzen wollten, wie wir vorangehen wollten. Das haben wir erste Halbzeit super gemacht, haben Altona sehr, sehr eingedrängt. Ja, und dann machen wir erste Halbzeit auch das 1-0, sehr zufrieden in die Kabine gegangen. Aber dann Altona halt mit ihrer mentalen Stärke zurückgekommen, das 1-1 gemacht. Und ja, wir sind mit dem Punkt zufrieden. Und ja, jetzt haben wir nur noch Fokus auf Mittwoch und hoffen, genau wie Altona in die Regionalliga ziehen zu können. Also wir haben heute schlecht angefangen und in der Halbzeit haben wir nochmal eine gute Ansprache bekommen und haben nochmal in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir das unbedingt wollen und haben auch gut gekämpft in der zweiten Halbzeit und verdient das Unentschieden und hätten sogar noch gewinnen können. Eigentlich hat gar nichts gefehlt. Wir haben genau das durchgesetzt, was wir durchsetzen wollten. Haben auch eigentlich ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Aber wir müssen ein bisschen jetzt noch an unserem Torabschluss arbeiten. Und wenn wir das Mittwoch in den Griff kriegen und unsere Chancen dann nutzen, dann sieht das sehr gut aus für uns. Ja, natürlich, in der Regionalliga ist wieder was ganz anderes. Haben wir ja vor 2 Jahren jetzt auch erlebt. Freunde von der Oma. Ja, Grubber! Und genau, es muss sich natürlich ein bisschen was verändern. Aber andererseits muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir haben in der Aufstiegsrunde sind wir auf der letzten Felge nach Bremen gefahren. Auf der letzten Felge haben wir hier gespielt. Wir haben 2, 3 Spieler in der Startelf gehabt, die wirklich 4, 5, 6 Monate raus waren, die jetzt gerade 2 Wochen im Training waren. Das hat man natürlich gemerkt. Aber nichtsdestotrotz muss ich der Mannschaft einfach über die gesamte Saison ein Riesenkompliment aussprechen. Wir waren einfach eine überragende Einheit. Ich glaube, egal welchen Rückschlag, haben wir brutal gut weggesteckt und haben auch einfach die richtig wichtigen Spiele in der Rückrunde alle gewonnen. Und ich glaube, ich weiß nicht, in der Rückrunde nach dem Jahreswechsel, ich glaube, 6 Tore kassiert, ausgeklammert Teutonia, und dadurch sind wir auch zu Recht da, wo wir jetzt sind. Also in der Regionalliga müssen wir natürlich an uns selber nochmal arbeiten und nochmal wirklich jedes Spiel von Anfang bis zu Ende 100% geben, und dort wird alles bestraft, jeder kleine Fehler, und auf die Sachen müssen wir aufpassen. Das ist halt extrem wichtig, weil die machen halt jedes Spiel zu einem Heimspiel, motivieren einen unglaublich doll, und dementsprechend gibt man dann auch immer Vollgas, und selbst wenn wie heute es nicht so gut klappt, bringen die auch einen dazu, zurück ins Spiel zu kommen, und dann gibt man halt immer so immer mehr und mehr Vollgas. Natürlich, das ist sehr wichtig für uns. Also dank unseren Zuschauern haben wir das auch, also wir haben das einfach zusammen geschafft über die ganze Saison über, und wir müssen uns wirklich bei den Fans auch bedanken. Ich danke denen halt für die Mannschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.